Jo, wir widmen uns dem fünften Track von Alphagene 2. Was wir bisher gehört haben, alles sehr, sehr fette Dinger. Sakrileg ist der fünfte Track vom Album. Und ich würde sagen, wir hören mal rein. Ich gucke ganz kurz in die Kommentare, was geht hier ab. Denn ist das Gras weg, dann sieht man die Schlangen besser. Okay. Okay. Ich hoffe, die Line kommt auf jeden Fall. Sehr, sehr edel. Mist wie Poker, egal was für Karten du hast, es kommt darauf an, was du daraus machst. Ich glaube, diese Line war aus einem Track, den wir schon gehört haben. Lass mich jetzt nicht lügen, aber die war in einem anderen Track. Ziele anvisieren, wie beim Fernrohr an der Gun fixieren. Kaltblütig wie Amphibien in Transsibirien. Okay, Anfang schon mal sehr, sehr nice. Digga, gefällt mir schon mal richtig gut und es sind gerade mal 10 Sekunden vergangen. Ich muss noch anmerken, ich hoffe, die Reactions werden alle nicht gesperrt. Wie gesagt, ich werde aufs ganze Album von Alphagene 2 von Kollega reagieren. Und ja, hören wir weiter rein. Sie sind Schlangenlinien, immer Kräfte messen wie bei Automaten punchen gerne. Verstand scharf wie ein riesiges Rambo-Messer, denn im Dschungel sind Hyänen keine friedlichen Pflanzenfresser. Klarer Kopf, auch kein Weed mehr wie andere Rapper. Dann ist das Gras weg, dann sieht man die Schlangen besser. Ja, okay. Dann ist das Gras sweet, dann sieht man die Schlange besser. Okay. Die ganzen Partys und das sinnlose Gefeier hab ich irgendwann auf Eis gedeckt wie Pinguine Eier, weil ich Feinde killen muss in dieser Industrie voll Neider, Mann, ich bringe sie. Ach du Scheiße. Der war ja richtig nice. Hab ich irgendwann aufs Eis gelegt, so wie Pinguine Eier. Zum Schreien wie ein Indo-Tempelmeister, jede Line on fire wie bei einem blühenden Brandmal. Ich mach jede Line on fire. Er sagt selber, Digga, einfach zu krank, was der lyrisch einfach abliefert. Türkische Kanga als per Würgegriff Handzahm. Leben ist wie Poker, ist egal was du für Karten hast. Es kommt drauf an, was du aus den Karten machst. Immer noch fokussiert mit Tunnelblick. Ah nein, es liegt daran, ich habe das Lied schon gehört. Ich habe ganz kurz reingehört, Sakrileg. Und ja, dann habe ich die Hook gehört. Okay, daher kenne ich's. An der Spitze zu stehen ist ein Widerspruch in sich. Fame und Money stimmen, mein Sieg ist unerlich. An der Spitze zu stehen ist ein Widerspruch in sich. Yeah. Sakrileg, Sakrileg. Sehr, sehr nicer Track, Digga. Der Part war überkrank, die Hook ist geil. Der nächste geile Track auf dem Album. Ich muss sagen, ich habe bisher keinen Flop in dem Album. Okay, wir haben uns erst 5 Tracks angehört. Plus Alpha Genetik kennen wir ja schon. Sprich, 6 Tracks kennen wir schon. Valhalla, das einzige Lied, was ein bisschen aus der Reihe tanzt, aber nicht schlecht ist. Wisst ihr, was ich meine? An der Spitze zu stehen ist ein Widerspruch in sich, yeah. Sakrileg, Sakrileg. An der Spitze zu stehen ist ein Widerspruch in sich. Oben sitzen Reiche in mehrstöckigen Bankkomplexen. Unten ist brutaler Fight wie fernöstliche Kampfsporttechnik. So ist die Welt, oben ein paar hundert Unterdrücker und unten circa 6 Milliarden Runterbücker. Kopf kaputt wie auf Picasso gemälten, gelbe Briefe erschlagen von Inkasso-Beträgen. Ich kenn das, hast du... Und man muss sagen, nach 15 Jahren Rap immer noch neue Vergleiche zu finden, das ist einfach, das ist einfach krank. Also ohne Scheiß. Der Typ hat einen ganzen Duden in seinem Kopf. Das ist einfach, das ist zu krass. Das ist einzigartig. Existenzangst fühlt sich jeder Tag an wie der motherfucking Endkampf. Aber Bruder, denk dran, wenn das Feuer entflammt, siehst du in der grauen Zementwand einen Rembrandt. Denn ein Adler, der auf einem Ast sitzt, kann sein Flügel vertrauen, wenn der Zweig mal abbricht. Oh, der ist auch sehr, sehr nice. Den hören wir nochmal an. Der auf einem Ast sitzt, kann sein Flügel vertrauen, wenn der Zweig mal abbricht. Yeah. Das Leben eines Mannes heißt bis zum Ende Krieg. Kämpfen, siegen, kämpfen, siegen, kämpfen, siegen. Nicht für Geld und Champion-Titel, nicht dass uns die Menschen lieben, sondern für die Ehre, Gott und die Legacy. Meine Family ist eine Mannschaft, standhaft, selbst wenn sie uns in die Enge trieben, wie in Grenzgebieten. Niemals Angst und Panik, ich weiß. Selbst wenn sie uns in die Enge trieben, wie in Grenzgebieten. Der Junge liefert ab. Also,
Alpha Gene 2, ich feiere das Album. Ich glaube, ich pumpe das jetzt erstmal im Auto hoch und runter. Meine persönliche Playlist ist sowieso tot gehört und da kommt es schon perfekt. Jo. Was Mama stark ist, auch wenn Felix vor dem Sturm steht. Adnan Cartic, immer noch fokussiert mit Tunnelblick. An der Spitze zu stehen ist ein Widerspruch in sich. Fame und Money stillen mein Siegeshunger nicht. An der Spitze zu stehen ist ein Widerspruch in sich. Sakrileg, an der Spitze zu stehen ist ein Widerspruch in sich. Sakrileg, an der Spitze zu stehen ist ein Widerspruch in sich. Die Welt ist kalt wie ein Eisblock, aber. Also, wie gesagt, die Hook finde ich geil. Bis jetzt nur geile Tracks gehört. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Song mit Farid. Habe ich richtig Bock drauf. Und ja. Ich box mich durch das Leid und Drama. Box mich durch wie Ungbock auf einer Thai-Box, Skala Sayonara. Bis ich über allem schwebe wie ein Weißkopfadler. Sehr, sehr stabil. Jetzt noch ein Outro, 20 Sekunden. Also ich muss sagen, sehr, sehr. Der nächste gelungene Track. Sehr, sehr gelungen. Heftig. Als nächstes kommt kein Track, sondern das Ganze heißt Mois Skit. Und ja, wir hören trotzdem mal rein. Let's go.